Hallo, herzlich willkommen auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Stefans kleine Welt. Ja, heute geht es weiter mit Segmentbau 3. Ja, wir haben ja letztes Mal das Segment 2 gebaut, beziehungsweise ich habe es gebaut, ihr habt es vielleicht gesehen. Durchgebohrt hatten wir das ja in Verbindung mit Segment 2, wo leider mein Akku leer war von der Kamera und ich nicht das aufnehmen konnte, beziehungsweise speichern konnte. Und jetzt hatte ich hier auf dem Brett 1a und auch auf 1b schon mal die Ecken angeschrägt auf 45 Grad. Weil ja hier in der Mitte kommt ja diagonal ein Brett vor im 45 Grad Winkel, was dann dementsprechend verschraubt wird. Aber das seht ihr im Laufe des Baus. Vielleicht nicht in diesem Video, aber im nachfolgenden Video, je nachdem wie viel Zeitaufwand das alles mit sich bringt. Und auf jeden Fall geht es jetzt los. Ich schalte gleich einen Ton ab, wenn ich mit der Stichsäge hantiere. Das Staubsauger ist noch dran angeschlossen. Ist schon sehr laut und über den Fernseher, Handy, Computer. Je nachdem, worüber das angeschaut wird, ist das schon extrem laut und nicht so schön. Auch für die Lautsprecher vom Endgerät dann. Auf jeden Fall geht es jetzt los, wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und wenn irgendwas ist, dann lasse ich euch das wieder wissen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe auch die Möglichkeit zu sehen, was ich beim letzten Mal meinte. Ich hätte ja vorher ein richtiges Viereck reingeschnitten, weil ich ja hier die 18 mm berücksichtigt hatte für das Brett, was vorkommt, beziehungsweise drauf kommt, aber es kommt ja vor. Und deswegen das hier komplett ausgeschnitten, weil das dann die Rückwand das Loch schließt von der Durchführung des Schattenbahnhof 1 und 2. Und beim Segment 2 werde ich das noch mit der Japansäge dementsprechend nacharbeiten. Seht ihr dann, wenn es soweit ist. So, weiter geht's! So, jetzt habe ich das Brett 1a bearbeitet mit der Stichsäge, wie ihr gesehen habt. Ich schleife die unteren Seiten, wo die Trasse drauf läuft, hinterher mit der Feile nochmal schön plan. Das habe ich bei dem Segment 2 schon getan. Beim Segment 3 mache ich das erst, wenn ich das verschraubt habe, damit ich zu 100% sicher bin, dass die Trassen schön plan aneinander anliegen, damit da keine Unebenheiten drin sind. Die Gleise werden dann noch durchtrennt dann anschließend, damit das holperfrei wie möglich funktioniert. Trennstelle ist immer schlecht beim Modulübergang, das
Ist ja offensichtlich. Ja, jetzt gucken, wie mache ich weiter? Entweder säge ich jetzt direkt das Brett 3B zu, da kommt ja dieselbe Öffnung rein, oder ich bohre das erst. Na, wenn ich mich dazu entschlossen habe, schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, es geht weiter. Ich habe jetzt umgebaut. Ich habe jetzt die Standbohrmaschine wieder zurechtgestellt. Und jetzt seht ihr schon vom Segment 4 das erste Brett, und zwar das Brett 2a. Das ist ja das Brett, was direkt an Segment 3 anliegt. Das war ja auch schon vorgezeichnet. Die Bohrlöcher, Ausschnitte, wie gehabt, Schattenmann auf 1, Schattenmann auf 2. Das ist das Brett vom Segment 3, das Brett Nummer 1b. Das ist identisch mit dem Brett 1a, nur halt auf der anderen Seite. Habe ich auch drauf geschrieben, dass das oben ist und auch die Außenseite vom Segment. Das gleiche habe ich mit dem Brett 2a von Segment 4 gemacht, damit auf jeden Fall die Stoßseiten ineinander sind, auch wieder hinterher zusammen sind. Aber es können immer Differenzen drin sein. Und um das zu umgehen, habe ich mir das dementsprechend alles beschriftet. Jetzt lege ich die einfach aufeinander, die beiden Bretter. So genau wie es geht, damit hinterher die Unterseiten gleich sind, dass die schön auf meinem Unterbau aufliegen können. Ja. Und du die dann verzwingen mit Schraubzwinger, damit mir das nicht mehr verrutschen kann. Schön am besten mit einem Klotz als Hilfe. Da so wenig Differenzen wie möglich drin sind. So, das liegt jetzt plan auf in der Theorie. Die Pinne mache ich nach oben. Bisschen schräg am besten. Erstmal leicht. Anderen Seite genauso. Sich gut an. Ja, hier weiß ich noch nicht so. Doch, super. Schön festzwingen. Hier oben habe ich jetzt keine Zwinge, weil ich die Standbohrmaschine befestigen werde auf dem Tisch, dass mir die nicht runterfallen kann. Und jetzt stelle ich euch um, dass ihr auch was von der Bohrmaschine sehen könnt. Und dann zeige ich euch, wie ich das durchbohre. Dübel nach wie vor 10 mm, ne, die drei. Und die drei Verschraubungen auf 8 mm, wo die Schraube durchgesteckt wird. Das gegenüberliegende Segment kriegt hinterher eine 10 mm Bohrung für die Einschlagmuttern. Aber das seht ihr dann, wenn ich die Module miteinander verbinde. Das zeige ich euch auch nochmal separat. Ich baue das gerade um und dann geht es direkt weiter. So, jetzt geht es direkt weiter mit der Bohrung bzw. mit den drei Bohrungen für die Verschraubung der Segmente. Das ist jetzt ein 8er Bohrer. Ne? Ich sehe gerade, jetzt habe ich die Bohrmaschine doch nicht festgemacht. Jetzt bleibt sie so stehen. Theoretisch passiert nichts, weil es kein Metall ist, und wenn man vorsichtig bohrt, ist es auch in Ordnung. Aber in der Regel mache ich die fest. So, auf jeden Fall geht es jetzt los und viel Spaß beim weiteren Zuschauen. Wenn das wieder furchtbar laut ist, dann drehe ich den Ton runter oder mache ihn ganz aus.
So, das war jetzt für die Verschraubung 8 mm nach wie vor. Jetzt baue ich schnell eine Bohre ein. Boah. Auf 10 mm natürlich für die 10er Dübel. Das sind 10er Rundstab. Habe ich ja erzählt. Anderen Teil eines Videos, dass ich die Dübel auf 10 mm gewählt habe mit dem Rundstab als Rohmaterial. So. Läuft gerade. Höhe kontrollieren. Ja, könnte eng werden, aber sieht noch gut aus. Ach, sehr gut sogar. So, und das war es schon mit dem Bohren der 6 Löcher. Zeige ich euch nochmal, wie das zwischen den beiden Brettern aussieht. Und auf der Rückseite von dem anderen Brett, wo ja dann der Bohrer rauskommt. Deswegen habe ich ja auch immer die Auflage aus dem MDF drunter gelegt, dass man das Loch nicht ausreißen kann. Jetzt zeige ich euch nochmal, dass das schön sauber ist. Und jetzt ist euch dann auch, beziehungsweise mir, euch, wenn ihr das auch so machen würdet, ein 100%iger gerader Modulübergang gewährleistet. Vorausgesetzt, ihr habt die Bretter vernünftig aneinander gelegt und vernünftig befestigt aneinander. So, das ist ja das obere Brett, wo wir im Moment so, das ist ja das obere Brett, wo wir durchgebohrt haben. Ja, da waren unsere Markierungen drauf. Das sieht von der oberen Seite so aus. Na, also schon sauber. Von der unteren Seite sieht das genauso gut aus, weil die Bretter ja fest aufeinander lagen. Konnte nichts ausreißen und nichts. Ja. Das ist ja fürs Segment 4, das wird wieder zur Seite gelegt. Das hier. Habe ich gar nicht durchgebohrt. So ein Mist. Kann mir das doch nicht so zeigen. Naja. Auf jeden Fall war der Wille da. Scheiße. Ist aber gar nicht schlimm. Ist sogar, na gut, würde ich jetzt nicht sagen. Weil auf einer Seite kommen ja die Einschlagmuttern rein.
Und wenn ich einmal drunter gekrochen bin, würde ich die gerne immer in einem Segment verschrauben. Das heißt, einmal rechts, einmal links die Schrauben rausdrehen. Das heißt, ich werde das jetzt noch von Hand nachbohren und sage euch das, was ich meine mit der Unterlage von dem anderen Brett. Und dann passiert genauso wie nicht. Akkuschrauber mit 8 mm an. Genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich die Standbohrmaschine nehme, aber das ist so unhandlich, da müsste ich dann schon echt treffen und das ist mir ja zu riskant. Dann nehme ich mir lieber wieder meine Bohrschablone als Unterlage, also meine Bauunterlage, nicht Bohrschablone, so ein Quatsch. Und tu das einmal auf jeden Fall mit dem Tisch hier unten verzwingen, damit das schön gerade aufliegt. Kann ich gleich gucken, mit einem Achterbohrer, dass ich beide unteren Löcher auf einmal erwische, damit ich da nicht nochmal umbohren muss. So. Das war's schon. Das auch. Hier ist 10. Spann ich direkt den 10er Bohrer ein, der ist aber noch in der Standbohrmaschine. Jetzt nicht mehr. Das ist ja für einen Dübel 10 mm, ne? Man hört das, wenn man die Bretter übergreifend bohrt. Hatte ich mich eigentlich auch konzentriert drauf gehabt und hatte eigentlich auch gedacht, dass ich das gehört habe. Aber es war anscheinend nicht der Fall. Ich weiß, was ich gehört habe. So. Jetzt geht es hier vorne dementsprechend weiter. Das Brett schön auflegen. Genau. Könnt ihr auch was sehen. Kann ich weg. Dübel 10 mm. Schön gerade. Durch. Durch. Verschraubung 8. Es war vielleicht 3, 4 mm, die gefehlt haben. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt nachgearbeitet. Das baue ich wieder um. Und werde das Brett noch eben die Ausschnitte reinsetzen. Ist ja auf der anderen Seite, glaube ich, schon angezeichnet. Guck mal nach. Bestimmt erkennen. Das tue ich eben ausschneiden, die beiden Löcher für Schattenbahnhof 1 und 2, die Durchfahrten. Und wenn ich das ausgeschnitten habe, schalte ich wieder ein. Dann habe ich euch ja umgestellt. Dann wird schon das Segment 3 verschraubt. So. Jetzt geht es weiter mit Segment 3 nach wie vor. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie ich meine
Modulübergänge, schön Planschleife. Das ist ja jetzt das letzte Brett, was ich bearbeitet habe, vom Segment 3, das 1B, was übergreifend ist zum Segment 4, was ich ja vorhin übergreifend gebohrt hatte. Auf jeden Fall ist das Brett hier eine saubere Schnittkante, also original geschnitten, rechtwinklig. Und hier habe ich ja noch ein bisschen Linie stehen lassen von der Anzeichnung für die Trassenöffnung. Also Trassendurchfahrt, Modulöffnung. Und werde das jetzt mit der Feile schön bearbeiten. Ich will zwar weg vom Zeitraffer, dass das ein bisschen weniger wird, beziehungsweise nicht so lange dauert mit den Zeitrafferaufnahmen. Und deswegen mache ich eine Speedaufnahme, die relativ schnell abläuft. Und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis anschließend. Ja, das war's erstmal. Und wie man sieht, ist das jetzt schön plan. Also ein bisschen steht noch über, aber das lasse ich erstmal. Um bei dem Segment 4 dann zu gucken, weil das wird ja auch nochmal nachgearbeitet. Anschließend, die werden ja dann auch aufeinander plan geschliffen, damit das schön plan ist. Und auf jeden Fall mache ich das jetzt so noch mit der oberen Seite von der Durchfahrt, aber nicht ganz so speziell wie mit der unteren Kante. Und dann bei der oberen Durchfahrt handhabe ich das genauso. Dass das wirklich alles zu 100% plan ist, dass ich da keine Modulübergänge habe, die so stark sind, damit die Züge mit ihren Waggons entgleisen. Also das möchte ich nicht. Und das ist nach wie vor ein Riesenthema auf so einer Anlage und deswegen sind die Modulübergänge äußerst wichtig, ne, dass hier Segmente schön ordentlich verarbeitet sind mit den Trassen. Die Schienenbefestigung, die wird auch nochmal ein heikles Thema. Streiten sich ja sowieso die Geister. Wie das bei Segmentübergängen gemacht wird, weil ich handhabe das mit Schräubchen und tu darauf die Schiene verlöten. Zwar nicht nur eine Schraube pro Schiene, sondern pro Schiene zwei Schrauben eventuell. Ich habe das vorher mit einer Schraube gemacht, jetzt tue ich zwei hintereinander setzen, dass das Gleis wirklich nicht das Gleis hat ja zwei Schienen. Dass rechte und linke Schiene jeweils richtig fest ist und dass da überhaupt nichts sich verschieben kann. Aber das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Das dauert noch ein bisschen. Muss dann nämlich erstmal jetzt die Segmente bauen. Dann müssen da erstmal in Trasse Ebene 0 rein, dass ich da überhaupt was machen kann diesbezüglich. Was bleibt spannend und es wird sich in meinen Augen lohnen, wenn ihr dran bleibt für euch. Ja, bedanke ich mich schon mal und schalte wieder ein, wenn ich dann dementsprechend die Segmente verschraube, beziehungsweise das Segment zusammenschraube. Danke.